Ich begrüße euch in der Folge Dragon Quest 9. Wir sind heute mal wieder auf der Suche nach Schatzkarten, wie man auf dem Topscreen schon sehen kann. Heute mal in der Nähe von Stinsbruck, in Ost-Stinsbruck, um genau zu sein. Nämlich suchen wir die Felsmeer Seligkeit Stufe 9. Das wird spannend. Die müsste irgendwo hier ungefähr. Ja, sehr schön, hier ist sie. Sein. Und dann direkt rein, würde ich sagen. Ah, wir haben so eine eher langweiligere Grotte, sag ich mal. Nichts irgendwie Spannendes oder so. Wie, keine Ahnung, eine Eishöhle oder ein Wasserfall. Eher sowas langweiliges, schlichtes, was wir schon mehrmals hatten. Also Wasserfall, ich meine halt diese Höhle, wo an der Seite so Wasserfälle runterkamen, wie wir schon mal hatten. Sowas in der Richtung nicht. Oh Gott, geh weg. Das sind die nervigsten Gegner, glaube ich. Ich will ja nicht so viel kämpfen hier eigentlich. Obwohl es sinnvoll wäre, weil wir brauchen Geld. Gegen die schwachen Gegner macht zwar nicht so viel Sinn, aber schon mehr Sinn als irgendwie gegen ganz schwache Monster auf der Oberwelt zu kämpfen oder so. Ich weiß es seit Treffer, aber ich will noch gucken, ob irgendwas ist oder so. Nö. So, dann geht's runter, würde ich sagen. Schon U3, wundervoll. Und das sind Truhe, nice. Die nehme ich gern mit. Die wird es wohl öfter hier in den Dungeon geben. In dem Dungeon, kann ich mir nicht reden. Ah, ich wollte mir vorbeischreichen, aber es wurde nix. Aber, ja, noch mehr bitte. Aber, wie gesagt, ich will halt möglichst schnell durch. Ich bin gespannt, wer der Boss sein wird. Ob das wieder die, der Schleimritter ist oder wieder dieses komische, der Hengst der Angst oder dieses komische andere Viech, was wir schon mal hatten, das ich gerade nicht beschreiben kann, wie das aussah irgendwie. Ja, ihr wisst ja, der Nemsische Löwe war es, glaube ich, genau. Nemsische Löwe hieß der, glaube ich. Jedenfalls hat man die drei Gegner und bisher. Und ich bin gespannt, wer es diesmal ist. Oder ob vielleicht sogar was Neues kommt. Ja, es gibt noch mehr Gegner als die drei. Das ist krass, ich weiß. Ja. Und wir brauchen alle fürs Monsterbuch irgendwann. Deswegen wäre es voll super, wenn die alle mal kommen würden. Ein Eichenholz. Was will ich denn hier mit einem Eichenholzknüppel? Als ob mich die Ruhe des Rüstens noch verfolgt. Was ist das denn bitte? Oh, ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Geht weg, ihr Magier. Ich weiß, dass es Magie heißt. Ach ja. Die guten Magier. So, und Bams. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Ich hoffe, ich finde. Da ist Treppe. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich finde den Treppe schnell. Da war sie ja auch. Das ist schön. Das sieht also nach Hengst der Angst aus irgendwie. Oh, der ist der schlimmste von den drei Bossen. Aber gut. Dann kämpfen wir gegen ihn. Meister. Und nicht Nemsischer. Ich hab immer Nemsischer gelesen. Egal. Gut. Ich hoffe mal, du bist nicht so nervig. Wir machen die altbewährte Taktik, wie immer halt. Ich probiere mal den Donnerstoß und du machst, keine Ahnung, Schwächung einfach mal. Try it. Schade. Ich glaube, ich sollte das dem Helmspalter von Marvin überlassen, einfach ganz normal angreifen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, doch. Nice! Sehr schön. Das war ein guter Treffer auf jeden Fall. So, ja, genau die gleiche Taktik würde ich sagen, aber du machst Multiheilung und du machst nochmal Schwäche. Ach nee, ich hab's gerade noch gesagt, aber egal. Oh shit, tschüss Fabi, würde ich sagen. Ja, das war klar. Kann ich jetzt nichts für, konnte ich schlecht verhindern. Weil, ja, wir haben jetzt einmal dieses Inferno gemacht und da kann ich nichts für, egal. Bams. So. 20, sehr schön. Ich würde sagen, ich mache einfach mal so weiter. Doch, das war richtig. Mach weiter Konzentration. Und du machst neue Chance auf Fabi. Ich bin so froh, wenn ich irgendwann den. Ha. Den. Er macht gleich nochmal. Den. Hätte nicht die Kombo unterbrochen werden müssen durch den Schaden? Egal. Den Weisen hab, weil der kann Wiedergeburt. Und Wiedergeburt belebt definitiv immer wieder. Das ist das Coole an Wiedergeburt. Das belebt wirklich immer wieder. Nein, das wird falsch. So.
Du machst Heilungssieb, weil du hast ein bisschen KP verloren. Und du machst nicht Multiheilung. Ich bin schon wieder zu doof, um das Richtige auszuwählen. Und du machst, das dürfen wir nicht vergessen, Energieschub noch. Ganz wichtig. Weil Energieschub haut richtig rein. Ah, okay. Alles klar, Kev. Du hast, glaube ich, 9 Verehrer. So. Sehr schön! Das macht jetzt viel Schaden, glaube ich. Energieschub, Heilungshieb und Konzentration. Ja, das ist schon so einiges. Wir hatten zwar schon mal mehr, aber das ist schon so einiges. So. Mehr Heilung auf Marvin und du machst... Machen wir einen Energieschub auf Marvin. Da kann er noch ein bisschen mehr Schaden mit seinem Helmspanner machen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Bam. 170. Nice. Das ist viel Schaden. Ich mag die Kamerafahrt immer noch. Die ist super. Das habe ich schon mal gesagt. Ich weiß doch. Es ist doch auch so. Die sieht doch unglaublich cool aus, oder nicht? Ja, das macht mich glücklich irgendwie. So, und jetzt kannst du auch angreifen. Einfach mal zwischen. Bam. 96. Nice. Schade. Dann greife ich nur normal, würde ich sagen. Bevor ich jetzt ewig versuche, haha, sein Crit herauszulocken quasi. Oder ein Crit, nicht sein Crit. Dann greife ich nur normal. Wobei, du kannst auch heilen. Mittelheilung. Und du hast Tische. Bams. 105, das ist schon mal einiges. So. Sehr schön. Und du machst den Helmspalter. Bams. Ah, das ist ungut. Das ist sehr ungut. Jetzt brauche ich eine Multiheilung auf jeden Fall. Die Abwehrkraft normalisiert. Das ist uncool. Ich glaube, er stirbt jetzt definitiv. Er stirbt. Ich war mal das Falsche. Er stirbt jetzt auch definitiv, glaube ich. Er würde jetzt sowas von sterben bei Bennys Attacke. Oder auch schon bei Fabi Attacke. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Sehr schön. Ach ja. Und Benny erreicht Stufe 44. Nur 4 Talentpunkte, das ist schade. Ich hätte ja mehr gehabt. Ich gehe auf das hier. Ich will Gigahieb haben. Gigahieb ist mega cool. Auf Mut lerne ich Klingenbrecher. Das ist spannend. So. Ein paar Feuerklauen, das ist interessant. Das ist wahrscheinlich von Kampfkünstler. Granitkrater des Schmerzes, Stufe 7. Das klingt auch wie ein Nemesis Löwe, wenn ich mir ehrlich bin. Das wäre doof, aber gut. So, ich bin mal gespannt, wo das ist. Gucken wir mal. Gepäck, Schatzkarten. Das wusste ich früher auch mal definitiv, wo das war. Das wusste ich definitiv mal. Jetzt ist die Frage, wo war das denn? War es bei Sichau oder so? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich habe gerade keine Ahnung, aber die Gegend kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Lasst mir mal kurz überlegen, wo ist das denn? Es ist jetzt wirklich spannend, ich weiß, aber... Wo war das denn nochmal? War das... Ah ja, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei Blümling ist. Und zwar bei der Brücke, wo man zum Dings kommt, zur Höhle, wo wir damals die gute Marionette gefunden haben. Aber erstmal will ich mich kurz ins Inn heilen gehen. Ich kann schon kein Deutsch mehr. Tut mir leid. Das ist Standard bei mir eigentlich, wenn ich kein Deutsch mehr kann. So. Halt deine Klappe und lass mich pennen, bitte. Ja, ist gut. Kann man nicht hier im Blümling den einen Stuff kaufen, den ich brauche für meine... Für meine Hauptquest gerade, oder war das hier? Ich weiß nicht mehr. Egal. Ich habe wahrscheinlich eh auch nicht genug Geld. So.
Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich bin gespannt. Ja, das ist hier auch definitiv. Wäre ziemlich seltsam, wenn nicht. Hier nämlich. Hier irgendwo. Ja. Sehr schön. Und Rainer, würde ich sagen. Oh, was haben wir Schönes? Ein komplett neues Gebiet. Das sieht sehr nach Krater. Na, wobei, so neu ist das gar. Nein. Das ist das, was wir schon mal hatten. Beim ersten Mal in Nemsischer Löwe, da hatten wir so ein Gebiet schon mal. Na, schade. Ich dachte, was Neues, aber nee, mal nicht. Dann ist es definitiv ein Nemsischer Löwe, weil, ja, das hatten wir ja schon mal. Och, Mann, oh. Ich will was Neues haben. Aber so ist es halt bei den ersten Krotten immer. Die sind relativ unspannend, die ersten Krotten. Ich kann wieder kein Deutsch mehr. Haben wir schon mal gegen dich gekämpft? Ich bin mir nicht sicher. Ich kämpfe ja mal gegen dich. Also gegen die grünen Schleime haben wir definitiv schon mal gekämpft. Aber gegen den, ich bin mir nicht sicher. Ich mach's lieber mal. Weil, wie gesagt, fürs Monsterbuch brauchen wir alles. Eh irgendwann. Ah, das ist aber ziemlich einfach eigentlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön und tschüss. Da haben wir wahrscheinlich schon mal gegen die gekämpft. Also gegen die normalen Schleimritter haben wir definitiv gekämpft, das weiß ich. Nämlich bei, ja, das ist ein Abteil, da laufen die ja rum und so. Aber gegen die ich... Die sind doch bei, Neubütau da in der Gegend gewesen. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, doch, definitiv. Ja, stimmt. Dann war der Kampf jetzt nutzlos, aber da haben wir ein bisschen Geld bekommen. Also, so nutzlos war er gar nicht mal, denke ich mal. Ja. So. Wow, das ist gerade... Es hat noch nie so lange gedauert, die Treppe zu finden, glaube ich. Wundervoll. Ach, ich wollte nicht. Mann, nur ich wollte nicht. Die sind nämlich nervig, weil ich weiß. Ich wollte nicht hin reinlaufen. Aber gut, solange ja ganz einfach stirbt, ist alles okay. Ist alles okay. Ich sollte mal wieder deutlicher reden. Flau kannst du ruhig machen. Ist mir egal. Vor allem bei Fabi, das ist mir egal. Vor allem, wenn du jetzt tot bist, ist es mir egal. So. Und Käfer reicht noch eine Stufe. Und die Multi-Abschirmung, das ist spannend. Die Lande sind immer noch Zauber auf den höheren Stufen. Ja, ich glaube, Fabi müssten noch Schmurgel lernen, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, aber ich glaube aber schon. Wow, hier war es einfach sehr schön. Ich glaube aber, er müsste noch Schmurgel lernen, da bin ich mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Jetzt wäre es natürlich peinlich, wenn ich nicht recht hätte. So, ich als Dragon Quest 9 Profi. Ja, Profi definitiv. Ich habe früher niemals die Klassen und sowas gewechselt. Also ich und Profi... Wow, ich musste lang. Ich und Profi sind ein bisschen hochgegriffen, ehrlich gesagt. Aber egal. Ja, so ist das nun mal. Es ist halt damals doch kein Meister vom Himmel gefallen. Heute bin ich schon viel bewanderter in diesem Klassensystem und so weiter und so fort. Heute weiß ich, wie meine Klassen funktionieren. Ja. Heute weiß ich, wann man die Klassen am besten changed und wann nicht. Ist ja hier noch irgendwas hier hinten? Wir haben mal wieder seit Ewigkeiten eine Ebene vervollständigt. Wenn man dafür was bekommen würde, irgendwie, wie in Final Fantasy 4 zum Beispiel, wo man ja auch in den Dungeons die Map vervollständigen kann und dafür was bekommt, dann würde ich es gern machen, ganz ehrlich. Aber so sehe ich halt keinen Sinn darin, einfach abzulaufen. Das ist irgendwie so voll dumm. Es gibt zwar halt Schätze, aber... komm. Braucht man nicht. Ja, Brandklinge. Das ist, glaube ich, ein uraltes Schwert. Deswegen brauche ich da gar nicht erst zu gucken. So. Wir haben einen weiteren Bereich hier. Badababababa. Ich bin gespannt, wenn der Boss kommt. Ich denke mal im nächsten Bereich. Da, ja, geh weg. Auf dich habe ich überhaupt keine Lust. Ich sagte, auf dich habe ich überhaupt keine Lust. Also geh auch weg. Nein, oh, ich wusste es, Mann. Oh, ich will nicht gegen die kämpfen. Die sind nervig. Oh Gott. Ach ja. Oh wow, das war viel Schaden.
Schwertleuch, du kannst nix. Oder ihr Schwertleuche könnt nix, besser gesagt. Nice, den Crit, sehr schön. Das war guter Schaden. Bams. So. So viel zu den Schwertleuchen. Das war ein sehr spannender Kampf und ein sehr nötiger Kampf. Der war echt, also sowas Spannendes habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Definitiv nicht. Das ist also auch keine Ironie oder so. Ich glaube, die sind noch nerviger als die, ja, das war klar, als die Schleimmagier. So, und es ist, ja, war klar, war einfach klar. Mann, nur ich will nicht in den Kämpfen, ich mag den nicht. Der ist so langweilig. Aber gut, so, nicht aufputschen. Machen wir die gute alte Taktik, die wir schon tausendmal angewendet haben. Inzwischen, Donnerstoß und du machst... Nein, probier das gar nicht, die Schwächung, das wird eh nicht klappen. So. Eventuell klappt ja meine Helmspalte, aber... Ja. Sehr schön, den kriegt sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist schon ein guter Schaden. So. Ja, dann weiter, soll ich sagen. Genau die gleiche Taktik farmen. Aha, spannend. Und du machst Energieschub. Nice, ein Crit und Helmspalter. Das ist spannend. Das hatte ich auch noch nie, ehrlich gesagt. Crit und Helmspalter. Interessant, was alles so gibt. Der kann das... Okay. Ich wusste, ehrlich gesagt, nicht, dass ich auch konzentrieren kann. Das ist spannend. Ja... Da muss ich jetzt wohl Glück haben, dass es nicht mehr einsetzt oder so. Ist doch dumm. Aber gut. Dann nehme ich das mal so hin, würde ich sagen. Bams. Das war guter Schaden, aber auf jeden Fall. Jetzt kann ich mit einem Todesstoß nochmal die Angriffskraft erhöhen. Das ist eine gute Sache. So. Mach ich auch einfach mal. So, du greifst direkt an, würde ich sagen. Bringt ihr nichts, wenn er die Störwelle kann. So. Denke ich zumindest. Also, ich weiß nicht, was das bringt, sondern wenn er die Störwelle kann. Oh, schade. Das wäre jetzt auch so cool gewesen. Jetzt ist er natürlich doof, wenn er das machen würde, weil jetzt habe ich alles ein bisschen erhöht. Das ist so die Sache. Ha. Ich hätte es nicht sagen sollen! Mano! Ja, noch besser. Noch besser kann es ja gar nicht laufen. Oh, das geht mir gerade auf den Sack. Der hat doch davor nie gemacht, diese Attacke. Das ist doch dumm. Aber gut. Dann müssen wir halt durch, würde ich sagen. Ha. Wow, das kam früh. Es ist halt echt irgendwie eklig von ihm, dass er sowas kann. So. Ich steigere schon mal. Das ist jetzt ganz, ganz uncool. Ach du Scheiße. Ich wusste es. Ekliger Pisser. Ja, Leute, diesen Kampf könnten wir verlieren. Betonung auf könnten. Wenn ich jetzt halt echt Pech hab. Okay, ja, das... Ja, okay, es hat sich revidiert, denke ich mal. Jetzt sollte es eigentlich alles gut laufen. Ja doch, das passt. So, ja, doch, das passt definitiv. So, dann versuchen wir mal den guten Kev hier zu beleben. Hoffentlich klappt das. Falkenhieb und du machst... Zwischel. So. Ja, der Kampf läuft definitiv nicht so gut. Ja, definitiv nicht so gut wie der davor. Das war auch klar, Plörpisser. Ha! Sehr schön! Bam, bam.
So, das wird wieder spannend. Escaro stapelt einmal auf Marvin. Sehr schön. Komm, wake up. Dankeschön. So, da kommt der Escaro-Stab. Und er macht direkt weiter und tötet ihn wieder, oder? Ja. Das ist auch nicht nervig, also überhaupt nicht. Komm, stirb einfach mal nur. Gut. Der Todesstoß bitte. Und du machst den Escaro-Stab auf Marvin, weil der muss überleben, damit der Kev wieder überleben kann. Bitte stirb einfach durch den Todesstoß. Das wäre ziemlich nice. Bitte töte ihn nicht. Okay, ja, sehr schön. Da bekommt zwar als Kev die Erfahrung nicht, aber... also nicht so viel. Da bekommt schon was. Nochmal Feuerklauen. Was bekommen wir jetzt für eine Grotte? Face-Mine, das wird wieder der Typ sein, wenn es eine Face-Mine ist. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Lust auf Grotten, wenn ich mir ehrlich bin. Doch, ich wollte nach Blümling, bitte. Weil, ja. Die bringen halt schon was, aber irgendwie, ich weiß nicht. Die sind halt da und bringen ein bisschen Geld ein und bringen ein bisschen Erfahrung ein und so, aber ich habe jetzt mehr Lust, mit der Hauptstory fortzufahren. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Geld, um mir das eine Item zu kaufen. Jetzt ist die Frage, wo das nochmal war. Nein, nicht speichern, bitte. Ach komm, speichere einfach mal. Wieso denn nicht? Ja, jetzt muss ich wissen nochmal. Ich glaube, wir konnten uns auch hier irgendwas im Blümling kaufen von den Sachen, die ich brauchte. Oder kann das sein? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube schon. Wieso mache ich eigentlich jetzt hier... Nee, ich mach einfach neue Chance. Wieso gehe ich einfach eigentlich hier rein? Ich habe auch noch neue Chance. Wieso bin ich so dumm? Das ist viel einfacher. Da hätte ich auch direkt ins Inn gehen können. Oh nein. Okay, ich schiebe einfach auf. Dankeschön. Das war Schwachsinn reinzugehen. Das war einfach kompletter Schwachsinn. Komplette Teilverschwendung jetzt hier. Gut, dann gucke ich jetzt nochmal. Gucke mit. Nicht mit K, aber mit G, aber es wird halt nicht Gucke ausgesprochen. Das ist eine Sache. Jetzt gucke ich nochmal, wo es den Stuff gibt, den ich brauche. Weil irgendwas müsste es hier im Plümling geben. Was brauche ich nochmal alles? Kampfarchiv. Mission. So, das fließende Kleid müsste ich schon haben, oder? Ich glaube schon. Ich gucke einfach mal. Ausrüstung. So, ich wollte eigentlich genau so. Fließendes. Oder was hatte ich denn schon? Den Silberschild definitiv nicht. Oder ist das der? Nee. Den Schwallstab hatte ich schon. Stimmt. Ich erinnere mich, das hier, oder? Nee, Moment. Blitzstab. Hier ist er. Da. So, genau. Den Schwallstab habe ich schon. Okay, da gucken wir jetzt mal, wo das Dings ist. Das Schild. Das müsste aber hier zu kaufen. Das müsste hier zu kaufen geben, glaube ich. Silberschild hieß das. Ja, da. Stinsbruck, okay. Stinsbruck, alles klar. Aber hier gab es doch auch was. Dann gab es hier das fließende Kleid. Was machst du denn hier? Mama, Papa, ihr braucht euch keine Sorgen um mich zu machen. Mir geht's gut, danke. Das ist ja ein Zufall. Marvin, ich bin's, Johannes aus Wurmwald. Ich bin ja nach Blümling gekommen, um meinen Papa auf dem Friedhof zu besuchen. Ah, der kommt also ursprünglich aus Stinsburg, oder was? Ist mir sehr schwer gefallen, nach Wurmwald zu ziehen. Ja, immerhin sind die Leute dort ziemlich anders. Aber jetzt geht's mir gut. Mein Onkel, der Bürgermeister, scheint mich ganz gern zu haben und alle anderen auch. Ich wollte meinem Papa nur sagen, dass es mir gut geht und sie sich keine Sorgen mehr um mich machen müssen.
Ich frag mich, was mit seinen Eltern ist oder gewesen ist. Ob die. Also, sie sind halt gestorben, oder? Also, wie? Das ist interessant, dass man Johannes treffen kann. Das ist sehr interessant, auf jeden Fall. Das gefällt mir irgendwie. So. Hä, es gab doch irgendwas hier. Okay. Oder gab es das fließende Kleid auch in Stinsburg? Ich weiß es noch nicht mehr. Dann gab es wahrscheinlich... Stimmt, den Stollerstart gab es hier. Ich erinnere mich. Ja, ich bin schon wieder komplett falsch hier. Aber es war was Gutes. Wir haben Johannes getroffen. Und noch ein bisschen mehr über seine Backstory rausgefunden. Das ist auch eine gute Sache. Weil ich meine, Backstory von Charakteren ist immer super. Also, solange sie super geschrieben ist. Wenn es halt irgendwie nur Schwachsinn ist, dann ist sie nicht gut. So, jetzt gucken wir mal. Ich will mit dir reden. So. Ich brauche... Lederkleid. Ich glaube, das gibt es bei seiner Frau, kann das sein? Ja, wahrscheinlich schon. So, was gibt's Schönes? Ja, den Silberschild, hier gibt's ihn. Und wo ist das Ding? Hey, und wo gibt es das fließende Kleid? Oh, meine Güte. Muss immer alles nervig sein. Ich guck nochmal kurz. Fließendes Kleid, Wurm. Ach ja, stimmt. Und das kostet auch wieder 18.000. Ha. So. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen trotzdem im nächsten Part weiter mit den Grotten, auch wenn die mir allzu viel Lust drauf, aber eine geht noch, komm, und dann, oder zwei, das führt wieder ein paar, zwei Grotten, und dann werde ich mich mal offscreen dran machen, Geld zu farmen. Ja. Genau, gut, dann war's das für den heutigen Part. Bis dann, ciao, euer Vibro, tschüss.